Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ja, heute geht's mal wieder weiter. Neue Aufnahmesession. Wir sind letztes Mal hierher gegangen, um unser Werkzeug von hier zu holen, nicht? Und ich vermute mal, dass wir das schon gemacht haben, weil wir sind voll. Wie sehe ich denn jetzt, dass wir das schon geholt haben oder nicht? Hier ist Kochtöpfe nicht mehr drin, hier ist das nicht mehr drin. Also ich vermute mal, dass wir hier schon alles geholt haben. Wenn ich mich täusche, ich gucke trotzdem nochmal nach. Da sind noch die Waffenteile. Okay. Können wir hier noch was machen? Wir könnten die zusammendrücken hier. Wir wollen ja wieder hoch nach Hause und wir haben auch noch genug Zeit. Das ist sehr wichtig, dass wir es auch noch schaffen. Könnten wir hier mal schnell die Teile wegnehmen. Da brauche ich jetzt die Waffenteile da, nicht unbedingt, oder? War hier drin. Hier war so ein Kram noch alles drin. Okay. Da war nichts drin, da war nichts drin. Das können wir mitnehmen. Ist nicht schlecht, wenn man es hat. Ja, hier, Klass kann da bleiben. Würde ich denn doch lieber hier. Ich weiß nicht, ob ich den bauen kann. Gerade alles ein bisschen schwierig, was man hier so mitnimmt. Aber ja, ich möchte sagen, es reicht alles. Sollten uns auf den Weg zurück machen. Denn das ist gut, würde ich sagen. Irgendwie ist hier auch noch was unterwegs. Also werden wir mal sehen, dass wir hier wegkommen. Wir können ja immer noch mal wiederkommen. Ist ja nicht aus der Welt. Wo bringt es jetzt überhaupt mal was hier reinzugucken, weil prinzipiell bin ich ja sowieso voll. Da läuft einer. Ja. Sind wir in unserem verbrannten Streifen wieder. Kaffee ist gut, wenn man sowas bei hat. Und den Kaffee möchte ich auch haben. Da trinke ich dann jetzt mal ein Bierchen und hab Kaffee bei. So, finde ich's gut. Scheiße, oder? Wahrscheinlich ist mein Kaffee jetzt auch wieder weg. Oh, warum kann man das auf der Mülltonne pflanzen? Kann mir das mal jemand sagen? Was ist da Blödsinn hier? Da müssten sie sich aber nochmal Gedanken machen, ob das wirklich normal ist. Dass ich Kaffee auf eine Mülltonne baue. Anbaue. Naja, gut. Kann man jetzt eh nicht ändern. Was ist hier für eine Party? Hier ist ja richtig was los. Taschenkollege, Batsch und Batsch und weg ist er. Du auch, komm her. Da und da hast du noch eine. Du bist weit weg. Warte, 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 warte. Halt. Autschi und Autschi. Der trifft mich sogar noch. Penne. Penne. Tschatsch und Titsch. Weg bist du.
Okay. Ja, kann eh nicht schmücken. Ich bin eh auf der Durchreise nach Hause. So, dann wollte ich den noch zerklödeln hier. Und dann Pfeile bauen. Goodie. Ab nach Hause. Da oben steht der nächste. Erstmal mal kurz nicht da und schon ist hier wieder überall was los. Ist aber noch ein Stück, wa? Nö, nee, gar nicht. Ach, ich komme jetzt hier am Zeltplatz an. Das ist ja interessant. Gut, das ist interessant. Finde ich spannend. Ui, nein. Ach, Glück. Bin eh voll, das lohnt sich jetzt eh nicht für mich zu looten. Also komme ich lieber nochmal wieder. Juhu. Bin nur auf der Durchreise, keine Angst. Dass ich hier eine Klippe runterfalle und mir erstmal alles breche. So, was haben wir hier? Die haben ja manchmal sogar Pistolen bei. Bei dem war ich, bei dem nicht, okay. Ach, guck mal, hier habe ich mich sogar durchgegraben. Ah, hier habe ich viele ausgelassen. Komisch. Da sind wir schon zu Hause. Dann nehmen wir mal den Zombie weg, der hier rumkrabbelt. Ist ja dann doch sehr dicht. Aua! Haben die mich immer hauen müssen hier? Ja, und du auch. Ditsch und Ditsch weg. Gut. Hat sich ja gelohnt. Okay, dann sind wir wieder zu Hause. Ja, werden wir gleich mal gucken. Hatten wir keine Kisten hier? Oder waren die unten? Nein, wir haben keine Kisten hier. Das ist schlecht, oder? Echt keine Kisten jetzt hier? Scheiße. Hier oben war eine Kiste, ne? Ja. Genau. Die ja auch schon aus allen Angeln fällt hier. Kaffee haben wir sogar da. Gut. Nein, raus damit. Damit wollten wir bestimmt Fackeln bauen. Kann ich mir jetzt gut vorstellen. Ist mal raus hier. Okay, hier draus könnte man schon mal. Wie sieht's aus hier? Gut, Pfeile fertig. Kannst du das mal umwandeln hier? Dann geht das da auch mit rein. Nein, da rein. Nicht darunter. Können die da mit rein? Genau. Den könnte ich trinken. Dann kann der da rein. Honig bringt auch nichts mehr. Ach, Honig trinke ich mit Glas? Gut zu wissen. Das habe ich nicht gewusst. Dachte, die Gläser bleiben jetzt immer erhalten.
Aber bei Honig trinke ich die Gläser Mittag gut. So oder so. Dann bräuchte ich wohl noch mal Holz und eine Kiste. Weil alles unter bekomme ich nicht. Ach so, Holz hätte ich sogar wahrscheinlich dabei gehabt. Okay. Machen wir mal jetzt eine Armor-Kiste. Ist ja jetzt erstmal egal. Ist ja nur erstmal, um ein paar Sachen wegzupacken. Würde ich jetzt auch erstmal hier draußen hinstellen, weil drinnen finde ich es noch zu unsicher. Und dann kann ich nämlich hier die Sachen noch wegpacken. Mal was essen. Und dann kann das auch weg. Nicht, dass mir irgendeiner in den Rücken fällt jetzt hier. Oh, Pistole habe ich ja nicht, ne? Nee. Kann dann hier bleiben. Das Essen lasse ich mal hier drinnen. Stoff kann raus. Federn können erstmal raus. Die angespitzten Steine können erstmal raus. Da ist doch eine Pistole. Quatschkopf hier. So. Okay. Dann machen wir erstmal hier Holz klein. Und dann bräuchten wir vielleicht noch irgendwie eine Mauer. Weil langsam wird es dann auch knapp. Wir müssen ja morgen Abend schon irgendwie sicher sein. Und irgendwie sehe ich das noch nicht. Gut, aber Holz steht ja hier genug rum. Werden wir ja eine Mauer hinbekommen. Möchte ich jetzt mal hoffen. Muss ich mich morgen den ganzen Tag damit beschäftigen, die Basis da ein bisschen sicherer zu bekommen. Aber noch ist ja ein bisschen Zeit. Noch kann ich mich ja jetzt auch drum kümmern. Und den Boden sind wir ja auch schon. Das könnte ja schon erstmal Leben retten. Hier muss ich mich wie ein Angsthase unten im Boden verstecken. Weil wirklich Munition und so habe ich ja auch nicht, um mich zu verteidigen. Ja, das ist schon schwierig. Das ist wirklich schwierig hier. Ich hoffe, ich werde nur nicht unbedingt gestört die Tage. Dass ich wenigstens ein bisschen aufbauen kann.
Wollte ich da jetzt nur eine Horde vorbeikommen, dann könnte ich schon wieder gar nichts machen. So, jetzt werde ich nochmal zusehen, dass ich ein bisschen Eisen mitnehme. Weil das Scrap Metal, was ich da in der Tasche habe, das würde ich eigentlich gerne zum Verstärken nehmen. Sah aus wie ein Hase, na gut. Ja, würde ich zum Verstärken nehmen der Wände. In der Hoffnung, dass wir mir das nicht gleich zerkloppen können. Ja. Wenigstens ist Ruhe. Keiner da. Kann machen, was ich will hier. Könnte wieder Kaffee auf der Mülltonne pflanzen. Ist wahrscheinlich denn die Meisterkrönung. Ja, schön ruhig hier. Das ist ja schon fast erholsam. Steine klopfen. Habe ich was zu trinken bei? Habe ich. Dann bauen wir aber jetzt erstmal ein paar Woodframes. Ja, bau erstmal, ist egal. Je mehr, umso besser. Abbrechen kann man es ja immer noch. Dann zähle ich mir mal hier ein Tablettchen rein. Vielleicht geht ja eine Hälfte noch ein bisschen hoch. Weiß ich nicht. Gut. Grenzen wir doch hier mal ein bisschen ab. Und sagen hier. Kann man schon mal ungefähr abschätzen, was man dafür braucht. Gut, und dann hier rum. Oh Mann, das wird aber viele Woodframes verballern. Das kriege ich nie sicher. Niemals. Bin ja nur sehr, sehr desorientiert, wenn ich sehe. Wie viel ich noch brauche hierfür? Also ich sehe mich im Grunde schon im Wald, im Berg verschwinden. Ach Quatsch hier. Weil so viele Woodframes kriege ich ja gar nicht gebaut jetzt ein paar Stunden. Ist ja gerade mal eine Umrandung hier, die nun nicht gerade sicher ist.
Ist ja gar nichts im Grunde. Ach, das geht so schief. Das wird so dermaßen schief gehen. Na, dann werden wir noch ein bisschen Holz holen. Ich vermute mal, wir haben die ganze Nacht zu tun. Da werden wir wohl nicht viel schlafen können, die Nacht. Ah, die Folge ist um. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Dass ihr wieder mal zugeguckt habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch dabei seid. Könnt mich gerne abonnieren oder Kommentare schreiben. Ich freue mich über jedes Kommentar von euch und sage Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao!